Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu wollte ich gerade Gamecheck sagen? Mensch, Onkel. Nein, zu einer neuen Gameplay-Review. Und zwar diesmal Moonin. Es ist von Dyadelic. Das Spiel war komplett unter meinem Radar, weil mit PC-Spielen habe ich mich in der letzten Zeit nicht wirklich beschäftigt, da die meisten PC-Spiele, die rauskamen, oh, Odin steht auch da gerade, cool, da die meisten PC-Spiele für mich immer nur so ein Ballerzeug war wie Battlefield und so was und das eigentlich nicht so mein Ding ist und schon ja nicht auf dem PC. Ich bin da so eher so Point-and-Click-Adventure. Sowas ist denn eher, sowas würde ich spielig auf dem PC, aber sonst eigentlich, oder irgendwelche Puzzle-Dinger, aber sonst eigentlich nichts. Und dort ist auch ein Poster mit bei, ein Wendeposter. Das werde ich auf meiner Facebook-Seite, werde ich da mal ein paar Screenshots machen und werde die mal veröffentlichen für diejenigen, die vielleicht interessiert. Entschuldigung, ich musste erstmal einen Schluck trinken. Ja, wie ihr oben seht, Moonin, das sind, ja, es sieht aus wie Runen, sind auch Runen, aber nicht die Originalrunen, sonst könntet ihr das natürlich nicht lesen. Weil das, was als N ist, ist eigentlich, wenn man es streng nimmt, ist das eigentlich ein U. Und das, was das I ist, ist eigentlich ein N. Aber das weiß nur ich, weil ich mich, ich bin Heide und also Asatru und kenne mich damit halt auch logischerweise ein bisschen was aus. Aber das soll auch nicht als Kritikpunkt gelten. Ich wollte es nur mal anmerken. Jedenfalls habe ich das Spiel komplett nicht auf meinem Radar gehabt. Das habe ich jetzt einfach mal angefragt wegen euch, weil einige von euch es sehen wollten. Und da habe ich gedacht, ne, Fragen kostet nichts. Und ich bin Dyadelic sehr dankbar, dass sie gesagt haben, ja, ist kein Problem, können wir machen. Da von mir erstmal ein fettes Dankeschön. Und wie gesagt, es ist ein Gameplay-Review. Ich werde das jetzt mit euch so circa eine Stunde, anderthalb, je nachdem wie lange. Ich muss die Dinger ja auch hochladen, Leute. Meine Leitung ist momentan nicht die beste. Aber so im Schnitt mache ich momentan immer eine Stunde. Ja, oder das erste Level oder mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, wie es aufgebaut ist. Von daher abwarten. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein neues Spiel. Oh, das verändert sich sogar. Wir haben jetzt, oh, Entschuldigung, hier die Maustaste, so ein Kreuz. Entschuldigung, was sich dreht. Und wenn wir da raufkommen, seht ihr das vielleicht? Das ist ein anderes Art von Kreuz. Oh, ich komme aber auch momentan nicht auf den Namen, wie das Teil heißt. Dann haben wir Kapitel, Übersicht, wir haben Einstellungen und Beenden. Wir wollen jetzt erstmal auf Einstellungen gehen. Da zeige ich euch mal, was ich da schon mal eingestellt habe. Ich werde es auf 1600 zu 900 spielen. So ist die Auflösung von meinem Laptop nun mal. Vielleicht werde ich es in meinem Bearbeitungsprogramm dann in 1080p machen oder 720p. Ich weiß es nicht. Vollbild, ja. V-Sync, yes. Und Musik habe ich hier mal etwas höher gemacht und Effekte habe ich was höher gemacht. Das stand alles auf 5. Und Hintergrundlautstärke war auf 3. Das habe ich alles jetzt mal um einen Tick lauter gemacht. So, und jetzt werden wir aber auch mal gleich mal anfangen mit Spielen. Mimius Fleisch, ja, Mimius Fleisch, klar. Jimius, sagt mir jetzt, Jimius sagt mir ja nicht. Knochen wurden der Himmel des Schädel. Ja, ach so, das ist aus der Edda. Götter formten Erde aus Jimius, stimmt. Der hieß, glaube ich, Jimius. Das war der Riese. Der war der Riese und der hatte eine Kuh. Okay, da ist der Rabe.
Also Odin hat zwei Raben. Hugin und Munin. Und das scheint wohl Munin zu sein. Mit A und D bewegen wir uns oder mit den Pfeiltasten? Ich werde natürlich die Pfeiltasten nehmen. Ah, okay. Aha, okay, hier kann ich was machen. Okay. Hier ist eine Feder, da sollen wir hin. Okay. Also sind das... Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es. Ich soll jetzt die Biete so bearbeiten, dass ich dort weiterkomme. Okay. Hat auch nichts mit The Crow zu tun, falls ihr das denkt. Oh. Ja, toll, hier kann ich ja gar nicht rüber. Aber ich kann springen, okay? Springen wir. So, jetzt werden wir das mal ändern in das. Dann gehen wir hier rüber. Und dann holen wir uns die Feder auch noch. Eine Leiter können wir auch hochklettern. So. Okay, das finde ich jetzt schon mal sehr geil, muss ich gestehen. Alleine jetzt dadurch. Aha, okay. So, ich muss jetzt hier nach unten. Wie komme ich jetzt hier nach unten? Kann ich hier vielleicht weiterlaufen? Kommen denn nach unten? Nee, geht nicht. Okay, wenn ich jetzt das verändere. So, und dann das verändere. Ah, alles klar. Okay. Ich muss erstmal so. Jetzt habe ich es raus. Glaube ich, hoffe ich. So, ich kann das machen. So, genau. Jetzt gehen wir hier rüber, holen die Feder. So, und dann drehen wir das nochmal. Und dann kann ich die Feder holen. Okay. So, rechte Maustaste war springen. Also das finde ich, ist ein geiles Konzept. So, zack. So, das mal hier. Jetzt bin ich raus da, genau. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Da. Da komme ich nicht hin. Okay. Okay. Aber so können wir das machen. Dann können wir das hier. Und wenn wir hier verändern. Ich muss ja irgendwie an diese Feder ran. Aber wie komme ich an diese Feder ran? Puh. Jetzt gehen wir mal hier raus. Wenn ich jetzt das Gebiet bearbeitet, da kann ich das zumachen, das kann ich auch zumachen. Ja, das war's eigentlich. Okay. Okay. So. Alles klar. Bin ja nicht doof. Hoppala. Einfach mal den hinteren mitbearbeiten. So, dann kann ich jetzt hier hoch. Ich habe da nämlich gerade eine gute Idee gehabt. So, und dann kann ich nämlich hier runter und hab's. Ha!
Oh. Ja, das ist teilweise hier schon etwas schwer. Achso, da komme ich so gar nicht hin. Okay, also werden wir erstmal hier hingehen. Ich hole mir erstmal die Federn, die ich erreichen kann. Das ist die. Okay. Okay. Die, so. Da komme ich ran. Zack. So, komme ich da hoch? Da komme ich nicht hoch. Ich kann das auch nur bearbeiten, wenn ich da drinnen stehe. Okay. Puh, jetzt ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, wie ich da weiterkomme. So, jetzt gehe ich mal hier, ne? Das kann ich so machen. Da komme ich nicht weiter. Da könnte ich weiterkommen. Gehen wir mal hier hoch. Wenn ich das Gebiet jetzt hier erreichen könnte. Wenn ich die Leiter erreichen könnte, wäre ich da natürlich. Zack. Oh, da falle ich runter. Okay, das geht nicht. Okay. Gut, 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 gut. Da ist Jutta teuer. So, da hoch. Aber das schaffen wir schon. Wir sind ja nicht doof. So. Das lassen wir so. Und okay, da komme ich gar nicht ran. Okay. Oh, shit. Also so geht's definitiv nicht. Kann doch nicht sein, ey. Das wäre ja so ein typischer Odin hier. Also nicht der Odin im Spiel. Ich meine mich. Ich muss da hoch. Da will ich hoch. Aber ich komme da nicht hoch. Ich kann das auch nicht bearbeiten. Und das bringt mir nichts, wenn ich das verarbeite. Kann ich da runter? Kann ich hier vielleicht durchgehen? Nee, kann ich nicht. Das so machen, bringt mir nichts. Warum komme ich da oben nicht hin? Kann ich vielleicht so machen? Okay, das klappt nicht. Ich komme auch nicht. Hoppala. Ach, bin ich denn doof. Wenn ich das jetzt hier verändere, und zwar sage so, ich komme da ja auch gar nicht hoch. Ach, ey, das ist wieder so typisch, ey. Ich scheitere schon beim ersten Level. Nee, das muss so bleiben. Das ist schon ganz logisch, dass ich dann so lang komme. Aber wie komme ich hier jetzt weiter? So. Hier ist die Leiter. Aber wenn ich jetzt da. Ah, oh, schon wieder tot. Wenn ich jetzt aber sage, so. Kann ich doch jemand zählen, dass ich hier nicht weiterkomme. Ist ja peinlich.
muss im Prinzip. Ja, so komme ich aber auch nicht hoch. Ah. Okay. Ist ja auch. Mit ein bisschen Grübeln kommt man auch weiter. Halt den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Oh, jetzt wird's schon kniffliger. Ist das? Ah, hier oben das. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir eins, zwei. Oh, da verwandeln sich gleich mehrere Sachen mit mal. Drei Ebenen haben wir jetzt zwar immer noch unten. Aber hier oben auch noch mal. Also, weil ich hier bin, kann ich das jetzt nicht bearbeiten. Ach du heilige Scheiße. So, dann machen wir das mal so. Da springe ich einfach runter. Aber erstmal gehen wir hier hoch. Ach, hier komme ich gar nicht hoch. So, jetzt komme ich hier hoch. Okay. So, jetzt kann ich die Feder holen. Die kann ich holen. So, die kann ich holen. Oh, shit. Hoppala. Die kann ich mir holen. Und die. Oh, fuck. Okay, also muss ich. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss. So, jetzt muss ich das hier ändern. Ne, nochmal. Nochmal. So. Achso, kann ich nicht ändern. Dann muss ich das ändern. Und. Ah, Scheiße. Och, Mann, das ist doch kein Problem. Das wird doch hier machbar sein. So. Ah, dann kann ich das auch so machen. Aber da falle ich ins Bodenlose. Das kommt nicht so toll. So. Ach, ich. Mit diesen Pfeiltasten, das ist jetzt nicht so mein Ding. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, zack, hier rüber. So, jetzt sollen wir das umdrehen. Was haben wir hier? Das ist das, so ist das. So. Ach, ey, da muss man echt. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ja, ich hab's. So eine Fummelarbeit wieder. Ach, du heilige Scheiße. Ah, jetzt ist er etwas länger, jetzt ist er größer. Cool. Da könnte ich mir eine holen. Die hole ich mir, wenn ich so mache. So, hier unten, die kann ich mir jetzt schon mal holen. Okay.
Okay, so. Da muss ich. Ach du Scheiße. Ach so, dann kann ich mir die so holen, wenn ich von hier runterspringe. Okay. Ja, dann werden wir erstmal die holen. Tot. Mist. So. Jetzt holen wir uns die Feder. Jetzt können wir uns die irgendwie. Nee, die können wir uns so nicht holen. So. So, die hole ich mir jetzt erstmal. Oh. So. Shit. Och, die Idee war echt gut. So. Ach so, okay. Hätte ich auch so. Toll. Soll mal einer drauf kommen. So, wenn wir jetzt hier runtergehen. So. So. Scheiße. So, dann holen wir uns die. Jetzt wird das ein bisschen tricky, wie wir uns das holen. Okay, so. So. Okay, wenn wir das jetzt so machen, dann komme ich, so, komme ich komplett hoch. Ich komme bis hier rüber, aber hier muss ich noch rüber. Da müsste ich dann so machen. So rauf, rüber springen. Ja, so mache ich das. So mache ich das. Das ist eine verdammt gute Idee. So. Wenn ich das jetzt hier so umdrehe. Zack. Ha! Ich hab's geschafft. Puh. Ach du Scheiße, wir sind drei Stück. Und das kann ich nicht bewegen, weil ich in dem Gebiet bin. Okay. Okay. Also wenn das jetzt nur das war, dann war das jetzt hier auf der Seite relativ. Oh. Okay. Ich habe gedacht, das ist jetzt relativ easy. Oh.
Oh, aber das ist nicht relativ easy. So. Scheiße. Scheiße. So, okay. Wenn ich jetzt hier das ändere in das. Okay. Bin ich gut oder bin ich gut? Leg mich doch am Arsch. Ach, du Scheiße, das war klar. Warum auch einfach, wenn es auch kompliziert geht. So, machen wir alles mal so. So, das ist eine gute Idee. So. Okay, das war keine gute Idee. So. Dann holen wir uns die. Ne? Nee, so geht das nicht. Es geht nur so. So geht das nicht. Oh, Entschuldigung, Leute. So. So, jetzt haben wir das da, genau. Ich liebe solche kniffligen Spiele. Das treibt doch den Verstand ein bisschen an hier. Oder auch nicht. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Das ist da. Okay.
Komme hier nicht weiter. Aber das ist nicht das Problem. Dat denke ich mal so. Aber das, das. Ne, das, das. Was ist denn das? So. Oh. Aber da komme ich gar nicht durch. Doch. Oh, verfick. So muss das sein. Richtig, dann kann ich nämlich... Ah, okay. So. Gut. So, dann muss ich erstmal hier nochmal wieder so machen. So. So, so, so. So. Und wie war das jetzt? Was wollte ich mal? So wollte ich das machen. Ha, ich hab's geschafft. Aha, Midgard, okay. Das ist Yggdrasil, die drei Säulen der Weltenesche, die durch alle Reiche gehen. Jotunheim, Helgard, Niflheim. Das ist Midgard, da waren wir jetzt. Kommen aber bestimmt noch mehr Welten, weil es sind ja eigentlich 9 Welten in meinem Glauben. Da fehlt noch Midgard, haben wir jetzt gehabt hier oben. Dann fehlt noch hier ganz oben Asgard. Utgard und Hel fehlt noch. Okay. Aber Niflheim ist das mit dem Frost, da kommen die Frostriesen her. Helgard, Helgard, Helgard. Weiß ich jetzt gar nicht. Jotunheim. Jotunheim kommen, glaube ich, die Zwerge und Trolle her. Ach so. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Ich spiele ja jetzt schon eine Weile. Wir gucken uns noch eben mal kurz Niflheim an und dann... Oh, sieht doch cool aus. Oh, hier kommt ja Wasser raus. Okay. Okay, da muss ich aufpassen. Okay, 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 okay. So. Das ist das da. Wollen wir uns erstmal... Das Level mache ich noch und dann gibt's Bewertung. Oder besser gesagt, meine Aussage dazu. Ah, fuck. Dann müssen wir das so machen. Dann muss ich erstmal hierher. So. Wie komme ich jetzt da hoch? Oh, hier. Okay. Da kann ich mir hier die... Aber ich komme ja hier nicht hoch. Ach, ich kann schwimmen. Okay. Alles klar. Okay, Wasser war gut. Zu mir, ich konnte schwimmen. Okay, jetzt hier lang, hier lang. Ja, das war relativ easy. Oh, jetzt wird's kniffliger. Achso, ich kann das nicht bewegen, weil ich da in dem Feld drin bin.
Okay. Müssen wir jetzt hier volllaufen lassen? Aha, okay. Aha, okay. Okay, jetzt kommt auch noch Wasser dazu. So, aber nichtsdestotrotz würde ich die Gameplay-Review jetzt hier gerne beenden. Ich zock's natürlich weiter, aber ich würde es ja trotzdem gerne beenden. Es macht einen riesen Spaß zu spielen. Ich kenne ja ein paar Daedalic-Spiele und hier auch wieder wirklich ins Detail gegangen, auf kleine Details geachtet. Ich finde vor allen Dingen gut, dass der Hintergrund, seht ihr das, dass jetzt sich so ein bisschen flackert. Hier die Federn und hier das Wasser. Das Wasser ist natürlich als blaue Bälle gemacht hier. Hier oben seht ihr das auch, wenn ich jetzt hier umdrehe. Finde ich aber gar nicht mal so schlimm. Ich find es sehr süß und sehr niedlich animiert. Und zum Nachdenken ist das Spiel auf jeden Fall was. Und vor allen Dingen dieser Puzzle-Charakter kommt hier sehr gut auf. Ich werde während ich quatsche mit euch noch spielen. Ich kann die Pfoten nicht davon lassen. Der Puzzle-Charakter kommt hier extrem auf. Und das finde ich gut. Oh, so, fuck. So, nee. Ich komm nicht. So. Und das gefällt mir halt hier an dem Spiel, dass der Puzzle-Charakter so schön hochkommt. Seht ihr das? Jetzt hab ich da mehr Wasser rein. Und dann irgendwann geht das Wasser wieder und dann kann ich das auch wieder dahin leiten. So. Jetzt kann ich das so machen. Kann ich an die Feder ran hier. So. Aber ich komme nicht an die. So. Da wieder schön Wasser drin. Und ich finde dass man dieses Nachdenken finde ich gut. Dass man hier nicht einfach, so wie man es von anderen Spielen gewöhnt ist, stupide irgendwas machen muss. Nur weil es halt irgendwie passt oder so. Ich finde das gut. So. So. Jetzt lasse ich mal die Wasser rinleiten. Achso, wir müssen das Wasser auch noch rinleiten, damit wir hier da rankommen. Wir müssen hier echt ein bisschen mehr arbeiten. Okay, so haben wir das. So, jetzt kommen wir hier noch. Und jetzt kommen wir hier oben ran. Seht ihr das? Und schon kommen wir hier oben an die Feder. Hoppala, nein, noch nicht gleich. Hoppala. Und wir sind an der Feder dran. Ich finde das so geil. Das ist echt mal wirklich ein gelungenes Spiel. Ah, jetzt komme ich hier oben ran. Ah, okay. Okay. So, jetzt müssen wir gucken, dass ich das Wasser hier alles irgendwie dahin bekomme. Was bei mir natürlich wieder nicht gelingt, aber egal. Jetzt machen wir das Wasser einfach mal weg, dann müsste hier mehr Wasser rauskommen. So, und schon wieder ein Level geschafft. Ich finde es echt gut und vor allen Dingen mit diesen drei Ebenen, die sich hier bewegen. Gut, jetzt, die kann ich jetzt nicht bewegen. Ich finde es sehr geil. Ich finde es wirklich sehr geil. Und es ist wirklich mal was, wo man ein bisschen grübeln kann. Und nicht einfach nur rumrennen, schießen, weil es halt immer so ist. Nee, hier kann man schön puzzeln. Die Musik ist auch
Ja, ich will jetzt nicht sagen beruhigend, aber doch sehr beruhigend und eigentlich auch nicht so, dass er einen auf den Pisser geht. Weil wenn ich das von anderen Spielen sehe, wenn man es denn, was eigentlich auch für länger spielen ausgelegt ist, und dann kommt dann so Musik, wo du dann nach einer Weile sagst, oh Gott, mein Kopf. Ja, da ist das hier schon schön und entspannt. Vor allen Dingen die Details, wie er sich hier, da steht er, so ein bisschen atmet, so. Die Federn bewegen sich. Und ja, ich finde es halt, die Mischung aus was machen und was nicht machen, ist in dem Spiel geil. Hier ist, ihr seht ja hier, die glänzen so, die Federn. Es ist einiges animiert, aber es ist nicht so überladen mit irgendeinem Scheiß. Man kann sich auf seine Aufgabe konzentrieren, ohne übermäßig abgelenkt zu werden. Und das ist für mich auf jeden Fall für einen Abend, wenn meine Tochter dann im Bett ist und ich einfach mal vom Tag entspannen will, da ist so ein Spiel genau das Richtige. Aber genau das Richtige. So, ich würde das jetzt aber wirklich beenden. Ich bin da noch etwas hin und weg vom Spiel. Ich will das auf jeden Fall noch weiterspielen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal bei euch. Ahoi, sagt euer Odin.